Ich würde gerne eine Farm bauen und ich mach's aber hier unten. Ich würde, ich hoffe, haben wir Inventarplatz? Nein. Die Antwort ist nein. Das Gold wiegt nichts, aber die Fasern wiegen viel. Ach so, ich kann auch keine. Ich muss ja erstmal. Entschuldigung, ich bin dumm. Ich muss doch erstmal. Nein, wo war das? Bei Technologien freischalten. Wir können ja nicht einmal eine Farm bauen. Hier, Viehfarm. Das wollte ich machen. Eine Viehfarm. Ein hölzernes Wohnzimmermöbel-Set. Perlausrüstung. Damit kann Perlausrüstung gefertigt werden, die für Partnerfähigkeit. Wir brauchen zwei Stoff. Ich hole eben Stoff. Vorsicht, ich habe Feuer in der Hand. Wie kann ich denn Stoff machen? Ich habe gar keinen Stoff. Ich hatte Stoff. Wie kann ich denn... Wie kann ich denn Stoff herstellen? Dafür brauche ich bestimmt... Kann ich das hier? Rezept wählen? Ah ja, hier. Okay, easy. Reparaturset, okay. Warte, ich mach mal kurz. Ich mach mal kurz Stoff. Macht jemand von euch Stoff gerade? Lin? Lin, machst du mir mal guten Stoff? Lin, einfach beste Weberin around. Ja, danke dir, Lin. Vielen Dank. Ich muss nämlich gerade was essen, weißt du? Und dir bei der Arbeit zugucken. Warte. Okay, warte. So. Danke, Lin. Toller Stoff. Ich habe das Gefühl, das wird eine fantastische Reise hier. Guck mal, die Tobis kommen zurück. Die Tobi-Brüder. Wolfi, danke schön. Vielen Dank, lieber Wolfi. Danke schön. Oh, Stoff ist fertig. Danke, Lin. So, Stoff ist fertig. Einfacher Gleitschirm. Braucht auch Stoff. Normaler Schild. Ein mit Hilfe von Palladium-Technologie entwickelter mysteriöser Schild regeneriert sich automatisch, nachdem er einige Zeit keinen Schaden nimmt. Oh. Ich mach mal. Entschuldigen Sie, mein Herr. Warte. Komm, wir bauen zusammen. Oh ja, geht auch doppelt so schnell dann. Das ist cool. Okay. Kann man das Mammut tamen? Das ist eine gute Frage. Das würde ich gerne herausfinden, aber wir sind auch lange nicht weit genug. So, danke, Lynn. Wir haben einen normalen Schirm. Oh, sie freut sich sogar. Okay, sehr, sehr gut. Was bringt sie denn da? Ach so, Holz. Okay, gut. Des Weiteren. Ein Gleitschirm wäre noch geil, ne? Mach ich auch mal. Komm, wir machen mal einen einfachen Gleitschirm. Machen wir auch nochmal. So, warte. Beim Craften ist die Lynn immer am Start. Das ist sehr gut. So. La 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 la. So. Dauert ein bisschen. Ist ein sehr guter Gleitschirm. Nicht so eine billige Qualität wie bei anderen Spielen. Zelda. So, vielen Dank. Für diesen sehr guten... Oh, bin ich aber nicht sehr lange geglitten, aber... Geht. Warte kurz. Moment. So. Mist. Schlechtes Timing. Oh, danke, Lynn. Nein! Ich konnte gerade nicht mehr rollen. Warum? Ach, das war... Das war Fräulein. Ich habe mich gerade gewundert, was hier los ist. Nein, Leute. Was macht ihr denn? Jo, komm schon, rein da. Nein, was? Oh. Oh, oh. Noch die Leiche weggeschubst. Was ist denn los mit euch, ihr Kranken? Ich wollte die doch... Eisdrüse und Pellsaft. Naja, hey. Okay, ich wollte die noch... Aber ihr wollt sie nicht tame lassen. Ist einfach... Ihr seid so gewalttätig. Guck mal, die sind immer noch voll in Rage hier. Sind immer noch...
Ich frage mich manchmal, wo sie das herhaben mit dieser Gewalt. Ich weiß es einfach nicht. Und guck dir Gabriel an, der geht sofort wieder auf den Fels zum Sonnen. Was ist das denn? Was, hä? Diese Arbeitsmoral. Wow, einfach wow. Ach, guck mal, Gabriel da unten, die Auszeichnung, Festungskommandant. Deswegen. Und Elflin? Elflin ist immer noch so... Sag mal, Elflin, was ist mit deiner Agro? Du musst an deiner Agro arbeiten, Elflin. Was ist denn mit dir? Kann man Elflin streicheln? Nein. Lynn. Lynn, beruhig dich, Lynn. Lynn, bitte, hör auf. Die tun einem nichts. Oh Gott. Was macht die Frau? Oh, eine Truhe. Warte. Ich muss Prioritäten. Ich muss ganz kurz gucken. So, warte. Was haben wir denn hier Schönes? Goldmünzen. Oh, ein Stahlschlüssel. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Das ist immer gut. Lynn. Schnell. Ein Gespräch. Lynn? Mit wem rede ich hier? Lynn? Ich rede gerade mit dir. Lynn! Kaufen. Wir können... Wir sollten erstmal andere Sachen kaufen, oder? Wobei, andererseits... Medizin können wir auch... Bauernhut? Hexenhut? Melone stelle ich mir auch schön vor. Penkinghut? Penking. Ich kann mir vorstellen, wie der aussieht. Okay. Ein Gummershut. Okay, weißt du was? Muss ich den erstmal lernen? Ja, ne? Kann ich den... Wie kann ich den lernen? Okay. Lynn ist sehr aufgebracht. Melonenhut ist keine Wassermelone, nehme ich an, sondern so eine englische Melone. Also so ein... Ne? So ein... So. Kann ich diesen Hut denn bauen? Wir brauchen noch Stoff. Und zwei Metallbarren. Okay, warte. Aber das erste, was ich gerne bauen würde, wäre tatsächlich, ich müsste zuerst den Stein da unten wegräumen, glaube ich. Also unsere Location ist toll. Das Einzige, was stört, ist der Klumpo da hinten. Der stört ein bisschen, gebe ich zu. So, Palliumbruchstück, sehr gut. Wir nehmen den Stein mit, packen den Rest in die Truhe. Was halt zu schwer für uns ist, aber es geht. Und dann würde ich sagen, bauen wir unten ein paar Ställe hin. Da können wir zum Beispiel die Schafe reinmachen. Wir könnten die Hühnchen machen. Oder geht das hier überhaupt? Gute Frage. Ich weiß nicht, ob das hier unten geht. Ob wir zu weit weg sind? Ich weiß es nicht. Müssen wir das bei der Base machen? Oh. Müssen wir das bei der Base machen? Wir müssen es rausfinden. Ah. Das überrascht jetzt alle hier. Zu viele Gegenstände. Okay. Ja, okay, ja. Innerhalb der Base ist aber... Okay, das ist doof. Können wir den blauen Kreis ausweiten? Weil das ist halt... Ich sag's wie es ist, der ist viel zu klein. Wir konnten ihn ja nicht hier... Ich wollte ihn ja hier vorne bauen, rund in die Hütte rum, ne? Dann wären wir dahin gekommen. Aber wir konnten nicht, weil der Boss hier ist. Und dann musste man ihn da hinten irgendwo bauen. Also wir können vielleicht erstmal dahin bauen. Wir schauen mal. So. Öffnen. Was geht denn da noch rein? Zum Beispiel Stein. Shift. Hier. Und davon auch nochmal die Hälfte. Oh, Entschuldigung. Blub. So. Okay, sehr gut. Wir müssen mal testen. Ansonsten bauen wir halt hier erstmal einen Stall hin. Wir müssen erstmal gucken, wie man das überhaupt baut. Pell, eine Viehfarm. Ist das von EA? Viehfarm 24 oder was? Okay. Das sieht nicht gut aus. Ich baue die erstmal da hinten hin. Hier. Hier so, ne? Lynn! Lynn, kommst du mal kurz? Kannst du mir helfen? Dankeschön. Fräulein, du auch. Oh ja, oh cool. Wir bauen zu dritt. Eine Minute.
ich gehe mal schlafen, ne? Ihr macht das schon. Zum Glück habe ich weit weggebaut, da höre ich das Hämmern nicht mehr von den Arbeitern. Ich bin sehr müde. Ich hoffe, der Stall ist fertig. Die hämmern immer noch. Also das ist einfach... Naja. Habe ich mal kurz nicht hingeguckt, habe so ein bisschen Pause gemacht. So. Okay, sehr gut. Weiter geht's. Dann... Wir haben es aber gleich. Dieser Pferd hat Hunger. Oh. Ach, wenn die arbeiten, kriegen die auch Hunger. Aber nur Leute, die arbeiten, haben Hunger. Ja, die anderen kriegen nichts zu essen. Ich verstehe. Okay. So, da wird ein Schuh draus. So, die Farm ist fertig. Fräulein weidet? Oh, die gehen von alleine rein. Ich dachte, ich muss sie zuordnen. Okay, warte. Elflin weidet nicht. Elflin, warum weidest du denn nicht? Okay, warte. Verbesserung. Wir bauen Futtertrog. Das ist eine gute Idee. Trügchen. Produktion. Futtertrog. Können wir auch bauen. 20 Holz exakt. Den Futtertrog, ich... weiß nicht genau. Ich baue den hier hin einfach. Erstmal ja, ne? Oder? Irgendwie bin ich damit nicht so richtig zufrieden. Ich glaube... Doch, ich baue den da hin. Ich glaube, es passt schon. So, warte. Ich baue ihn hier hin. So. Der ist schnell gebaut. Oh! Gabriel hat ein Ei gelegt. Und Fräulein hat Essen... hat Wolle gedingst. Öffnen. Okay. Beeren, rein da. Hungrig. Fräulein will nur essen. Ah, schon sehr süß alles. Es ist alles... Ich habe das Ei mitgenommen. Okay, das passiert automatisch. Okay, ganz kurz. Die Sachen sind haltbar. 7 Minuten, 3 Minuten. 9 Minuten. Ich muss die Pilze... Können wir die Pilze... Okay, wir können die Pilze auch verfüttern. Dann würde ich die Beeren zurücknehmen und hier Pilze reinballern. Weil ich meine, warum nicht? Jetzt haben wir den Trog geba... Hier wachsen da Felsen aus dem Rücken. Guck dir mal diese widerlichen Pickel an da oben. Bäh, die muss man mal ausdrucken. Drücken. So, warte. Was ist mit dem Vogel da oben eigentlich? Nightwing. Oh, wow. So, warte. Du kannst eine Pellpox verbessern. Ja, machen wir gleich. Und wir brauchen noch, wir müssen noch 6 Dinger fangen. So, Verbesserung. Lagerverbesserung. So, baue Lagerfeuer, baue Bärengarten. Eigentlich auch geil für ein Tutorial hier, oder? Setze ein Pell für Arbeiten im Lager ein. Das würden wir nie tun. Um Gottes Willen. Okay, Details ansehen. Muss sein. Was passt? Es gibt nichts Besseres, was passt. Und, warte. Tenko, ab mit dir. Wobei, ich würde Tenko gerne in die wilde Bande aufnehmen. Level 4. Wir haben jetzt zwar schon, ne, gut, aber ich muss... Wollpups bleibt drin. Kaffeesahne kommt raus. Ich würde Tenko gerne mitnehmen. So, und hier... Nicht verraten. Nicht verraten. So. Farbenfuchs kommt auch mit. So, die müssen ein bisschen leveln, die müssen kämpfen. So, sehr gut. So. Passt auch sehr gut, finde ich auch. So. Coffee-Zone. Tiefhand. Was machen denn... Wir müssen mal gucken, was macht ein Tanzee zu den Affen? Zu den Waffen? Aktivfähigkeiten, Partnerfähigkeiten... Oh. Ja, wir haben gerade Besuch hier. Zum Glück macht er uns nichts. Flauschwolle, Luftkanone, Schlammschuss, Passivfähigkeiten, Frohnatur.
Wellnessdusche. Was ist denn eine Wellnessdusche? Das ist doch wieder irgendwas von Pornhub. Ich habe keine Ahnung, ich stecke da nicht drin. So, flauschiger Schild. Wollerolle haben wir gesehen. Windschneider zu den Waffen. Lüftmunk, Rückstoß und Windschneider. Ich glaube, Lüftmann kann gut kämpfen, ne? Chickpea. Eierlegen, Hackordnung, Passivfähigkeiten, cooler Typ. Ungeschickt. Okay, Lambert ist ungeschickt. Und hier Angsthase, geistig labil. Geistig labil. Geistig labil. Geistig labil. Oh, Nana, dankeschön, vielen Dank. Bitte nehmen Sie mein letztes Geld, benennen Sie einen Fuchspopelmon nach mir, damit ich wenigstens nicht traurig verhungere. Die Füchse sind leider schon ausgebucht. Geistig labil. Entschuldigung. Melimon passt übrigens auch gut zu dem Pokémon. Sind ja keine. Aber Melimon würde auch gut passen. Pass auf, ich mach mal hier. Warte. Hier mache ich mal Melimon. Mehr Muskeln als Verstand. Das ist Melimon. So kennt man sie. So, sehr gut. Lieber Max, dankeschön Max. Vielen Dank. Pass auf, wir machen hier einfach mal. Oh ne, ich muss ganz kurz, das ist wichtig. Den muss ich leider anders nennen. So. Das ist wichtig, das geht nicht anders. Windschneider 30. Sturmgewehr benötigt. Okay, weißt du was? Die nehme ich auch mit. Porsuk bleibt mal zu Hause. Und ich würde mal Tanzee Verboti mitnehmen. Was ist denn das hier? Richtige Streamer-Gemeinde einfach langsam. Monke würde auch gut gehen. Warte, lieber Max, dankeschön. Dankeschön, lieber Max. Vielen Dank für die Subs. Dankeschön, wie immer. Vielen Dank, lieber Max. Dankeschön. Ja, okay. So, wir machen später noch weitere Namen. Wen kann ich jetzt hier raussetzen? T-Fant. Ich würde Melimon mal nach draußen setzen. Mal gucken, was sie so macht. Wir müssen mal schauen, was die ganzen Popelmon hier draußen so machen. Offenbar kann jeder was an... Oh, Gabriel! Junge, der scheißt ja Eier raus am laufenden Meter! Gabriel, wie gut! Meine Fräse! Kann ich, wenn ich Lagerfeuer mache, kann ich mir Spiegelei machen? Lagerfeuer. Du hast nicht genügend Holz. Ich mach mir mal kurz hier. Warte. Ich glaube, die Bäume wachsen nach. So, warte. So. Okay. Au. Guck unten rechts bei deinem Pelz. Warte mal. Geh ich mal kurz auf Farbenfuchs. Feuererzeugung. Ach hier, Aussaat, Handwerk, Holzfällen, Arznei, Transport, Bewässerung. Ah, klar. Tanzverbot kann Aussaat, Handwerk, Holzfällen, Transport und Sammeln. McNugget. Sammeln und Farmarbeit. Wollpups, Farmarbeit, Transport, Handwerk. Cool. Okay, das ist cool. Okay. Oh ja, wir brauchen noch ein Bett mehr. Wir brauchen noch ein Bett mehr für einen weiteren Pal. So. Voll gut. Und wir sollten das Haus mal ein bisschen ausbauen, ne? Und dann ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen rumlaufen hier überall. Alter Gabriel, das ist ja ein Traum. Und guck mal, Fräulein. Die Fräulein wirft einfach ihre Wolle ab. Junge. Wir können sehr viel Stoff machen dadurch. Lambal. Na gut. Ich hab gerade überlegt, ob ich draufhaue. So, Gabriel White hat Pilz gegessen. Bärengarten können wir auch noch machen. Sollten wir machen. Am besten hier einfach so Garten, hier so, neben dem Haus, ne? So. Ich wollte ein Lagerfeuer bauen, aber ich will alles bauen. Ich will alles bauen. So. Und gleich, da können wir drei in Reihe bauen, glaube ich. So. Ein Bettchen machen wir auch gleich. So. Rote Beeren. Aussaat, Bewässerung.
Haben wir nicht ein Popelmon mit Wasser? Haben wir nicht eins mit Wasserstrahl? Hat man das nicht vorhin mit dieser, mit der Überraschung, mit der Fitnessdusche? Mit der, ach du weißt schon? Kann der das nicht bewässern? Wir müssen mal testen. So, ist gleich durch. Gleich haben wir alles eingebracht hier. Gucke. Warte. So. Und jetzt die Fitnessdusche. Ja, guck mal, die Fitnessdusche kommt. Da kommt die Fitnessdusche. Let's go. Komm, gib deine Fitnessdusche aufs Beet. Das schmeckt gleich doppelt gut. Ja, oh, Junge. Look at him go. Oh, ho, ho. Das ist aber sehr motiviert. Mann. Ist das überhaupt? Ab wie vielen Jahren ist das Spiel so? Ich frage für einen Freund. Kurzer Schlauch mit großer Leistung. Wie lange muss denn? Oh, der wässert aber ganz schön lange, ne? Guck mal. Das wässert aber ganz schön. Das ist aber ganz ehrlich, das ist auch voll süß. Das ist eigentlich voll. Guck mal, ich stelle mich hier auch rein. Ja. Ich wasche mich aber ein bisschen darunter. Ja. So. Das ist voll süß. Halt mal fest, es ist schon sehr süß. Spritzt darauf. Ja, spritzt darauf. So, okay. Tiefhand macht das schon. Hatte Melimon war das. Melimon. Danke, Melimon. Vielen Dank, du machst das sehr, sehr gut. Ich mache jetzt in der Zwischenzeit, mache ich nochmal schnell Infrastruktur. Ein Strohbettchen. Wir brauchen wirklich noch irgendwann eine Scheune oder sowas. Ich meine, die können ja auch bei uns im Haus schlafen, klar. So. Und auf geht's. Ich sammle nochmal schnell Wolle ein. Wir machen gleich ein Lagerfeuer. Dann sind wir soweit schon mal ausgerüstet. Voll das geile Spiel. Und das hier, das mit dem ganzen Ausbau ist ja nur ein Teil. Wir müssen eigentlich die ganze Welt sehen, ne? Wir müssen eigentlich noch hier überall rumlaufen, alles sammeln, alles machen, bla bla bla. Das ist voll geil. Ja, das hast du super gemacht. Ihr beide habt das super gemacht. Teamwork makes the dream work. Ja. Ein Traum. Hier ist die Bewässerung, ist auch fast fertig. Sehr gut. Mal gucken, ob da gleich rote Beete da rauskommen, rote Beeren. Und wir brauchen ein Feuer. Das würde ich mir gerne vors Bett machen irgendwie. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oder wir machen es draußen vielleicht. Schönes Lagerfeuer, wo wir abends gemütlich sitzen, Lieder singen und Lieder schwingen. Ich weiß nicht. Hier geht's nicht. Hier oben wäre auch schön, aber kann man nicht gemütlich sitzen. Mach das. Ja, das hast du super gemacht, Meli. Hast du ganz fein gemacht, Meli. Ja. Und guck mal, der Knubbel oben auf dem Kopf. Das ist schon süß. So, ich mach mal hier Lagerfeuer hin. So. Ach, ihr müsst nicht... Super lieb. Ihr müsst aber nicht helfen. Aber danke euch. Lynn, ich glaube, das können wir schön... Oh, sie ist hungrig. Sie geht gleich weg. Fräulein will nur essen. Ich verstehe. So. Rezept wählen. Geil. Ich mach mir erstmal Gabriels Eier. Ich mach mir einfach 6 von Gabriels Eiern. Ich gönn mir... Oh. Das dauert aber lange, bis die gar sind. Die dauern ein bisschen. Okay. So. Ich bin auch schon ganz hungrig. Guck mal, ich bin ganz ausgehungert. Aber ich esse erstmal von denen hier. Guck mal. Njam. So. Okay, kriege ich was von Gabriels Eiern ab? Ich lasse Gabriels Eier einmal rumgehen, ja? Hört auf jetzt! Das ist alles nicht gut. So. Prima. Da ist die Futterbox. Da sind Gabriels Eier, da ist dies, da ist das. Ich warte mal, bis Klumpo hier weg ist. Kann ich den eigentlich auch umbenennen? Wir können ihn 100 pro einfangen. Ich würde gerne das Haus ein bisschen weitermachen. Das würde ich auch gerne machen. Haben wir noch Holz? Nein, gar nicht. Kaum. So, warte. Streiche deinen Pelz doch mal. Haben wir schon gemacht. Aber bis jetzt nur Fräulein. Elfin lässt sich leider nicht streicheln. Ich würde gerne. Aber sie lässt mich aber nicht. Sie ist ja sehr eigen. So, weißt du, was ich überlege? Ja, süß bist du. Süß, du bist ein ganz süßer Lamperl. Nein! Ich habe meine Kraft nicht unter Kontrolle. Ich habe einmal... Kann man eigentlich Baseball... Nee.
Warte. Keine Zeugen. Niemand hat's gesehen. So, hier, schnell. Wir reden nie wieder drüber. Das ist nie geschehen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wer hat denn seinen Tampon in den See geschmissen? Ach, die Menschen einfach. Die Menschen. Was soll ich euch sagen? Es ist aber schlimm, die Leute. Kein Respekt mehr vor der Natur. Oh, wie süß bist du denn? Hallo. Na? Du bist ja süß. Das war knapp. Das war knapp. Ein Lammball noch, dann haben wir 10 voll. Geil. Ich würde gerne noch mehr in den Stall packen, aber wir brauchen... Oh, die Beeren wachsen. Arbeitsphase Ernte? Aber es erntet niemand, ne? Niemand kann ernten. Wir brauchen aber mehr liebe Tiere brauchen wir. Wir brauchen mehr liebe Tiere. Die freiwillig für uns arbeiten. Mit Freuden. Ja, mit Freuden, die mit Wonne einfach an die Arbeit gehen. Ohne Bezahlung. Ja. Praktikanten. Nennen wir sie doch Praktikanten, ja? Praktikanten. Immerhin dürfen die sich frei auf unserem Grundstück bewegen. Das ist ja schon mal was. Also, ganz ehrlich, das kann nicht jeder. Das darf nicht jeder. So, wie viele Beeren kriegen wir denn dann? Ach da. Rote Beeren? Oh, okay. 10 Stück. Okay, ist nicht ganz so... Oh, wie süß. Da hinten sind die schönen wieder. Von denen hätte ich gern ein paar. Okay, aber erstmal müssen wir... Wir wollten ja... Habe ich jetzt Bäume geholt? Warte, wir wollten ja ein bisschen, wir wollten ein bisschen bauen, ne? Ich würde gerne, Fenster hätte ich auch gerne drin. 1, 2, 3, okay. Ich mach mal 2 Fenster in die Mitte. So. Ach, ich habe rechte Maustaste. Dann können wir noch ein bisschen gucken. Jetzt brauche ich die auch nicht mehr. Wobei, wir können noch hier, ne? Jeweils zu einer Seite. Elflin. Dankeschön. Hier auch noch. Wobei, ich bin ehrlich, ich glaube, ich mache hier die Tür... Ah, jetzt sind die Beete hier drin, ne? Ich mache hier... Dann kommt hier. So, Fenster. Das Problem ist, wir haben wieder... Ja, okay, das ist doof. Ich mache eine Tür... Jetzt sind hier die Dinger natürlich, aber ich bin dann weit weg vom Weg, ne? Ich müsste eigentlich eine Tür hier hinbauen. Als zweite Wand. Ich würde hier eine machen. Da... Da. So. Ist erstmal nicht schön, unser Haus. Ne? Also wir haben jetzt nicht so viele Materialien und so. Das kommt alles noch. Wir haben nicht mal genug Materialien, wie es aussieht. Ich würde gern die Strohdinger noch woanders hinballern. Oh. Jo, 3 Eier haben wir schon. Junge, was ist denn hier los? Das ist wie Weihnachten. Wie Weihnachten. Dann kann ich direkt noch Leinen machen, glaube ich. Also Stoff machen. So, warte. Also machen lassen. Lön! Lön! Lünchen! So. Lünilein! So. Die Lün macht uns erstmal Stoff. Und wir könnten eine zweite Etage andenken. Ich würde sogar eine zweite Etage andenken. Ich würde vielleicht hier unten dann die Tiere hausen lassen, eventuell. Und oben ist dann unsere wunderschöne Menschenetage, ja? Und oben ist dann unsere wunderschöne Penthouse, Maisonette, alles. Etage. So, Gabriel, danke für dein Ei. Sehr lieb. So, ich weiß das zu schätzen. Wollpups? Ich wollte dich gar nicht werfen. Ich wollte eigentlich hier aufnehmen. Mit F, ich habe aus dem E gedrückt. Transportiert. Okay, kann ich dich wieder eindingensen? Wollpups transportiert die Wolle jetzt von da drüben direkt in die Kiste. Apropos Kiste. Wir brauchen, glaube ich, Holz.
Okay. Und Eier? Okay, Eier werden gedroppt. Okay. Wir gucken mal, warte mal. Guck mal, neues Holz. Sekunde. Wir brauchen immer Holz. Ihr wisst, wie es ist. Wir haben immer notorische Holzknappheit. So. Flauschiger Schild haben wir auch. Da unten mit F. Sehr gut. Und hier ist Erz. Da sind Erze. Bin ich ein bisschen voll? Bin ich ein bisschen überladen oder? Kommt mir das gerade nur so vor. Nee, kommt mir nur so vor. Aber ich konnte gerade nicht rennen. Ah, Ausdauer down. Hungrig. Wollbubs. Ich wollte eine Kiste bauen. Warte. Und pinkeln müsste ich auch mal. Aber nicht in-game. So, Kisten können wir nicht stapeln. Es wäre schön, wenn wir so eine Art halbhohe Dinger hätten. Aber wir können Kisten hier so nah aneinander stellen. Das geht. So. Danke, Wolli. Oh. Danke, Elflin. Oh. So, dann haben wir zwei Truhen. Das heißt, wir können, wenn wir, je mehr Truhen wir haben, desto mehr können sie natürlich reinballern, ne? Das ist super. Die heißt. Oh, wir haben noch Fleisch. Warte mal. Können wir das Fleisch vielleicht auch nochmal schnell, hier, warte mal, erhalten? Ein Spiegelei noch. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht mal zwischendurch wieder ein bisschen Technologien. Das geht alles so schnell und so parallel, dass ich gar nicht hinterherkomme. Stoffkleidung wäre, glaube ich, ganz gut. Schützt vor nächtlicher Kälte. Okay, Alarmglocke. Alarmbereitschaft der Pelz im Lager. Okay, das ist auch gut. Statue der Kraft. Bringe hier Opfer da, um dich und deine Pelz stärker zu machen. Da. Na klar. Standfackel. Auch geil. Steinbruch. Damit kannst du Steine in deinem Lager abbauen. Für die Arbeit benötigt man Pelz, die Bergbau beherrscht. Die kommen in unsere Steinminen. Das finde ich süß. Holzfällerlager. Oh ja, das brauchen wir. Holz, wir brauchen ganz viel Holz. Wir brauchen ganz viel Holz. Okay, gib mir das Spiegelei. Ups, Entschuldigung, wollte ich gar nicht. Ach, da unten E und dann kann ich... Okay, und ich kann mit 1 und 3, okay. Wollbubs, komm zurück. Wobei, ganz ehrlich, tob dich aus. Ich geh pennen. So. Ja, gute Nacht. Das Game ist richtig awesome, das macht richtig Spaß. Und ich habe das Gefühl, wir sind ja immer noch am Anfang. Nicht nur das Gefühl, wir sind ja immer noch am Anfang. Danke, Lynn, für den Stoff. Lynn besorgt immer den besten Stoff. Huch. Wollpups, juppie. Oh. Okay, wir brauchen Holz. Ich gehe mal da oben ein bisschen abrasieren, ja? Wir brauchen Farmen. Wir brauchen Farmen. Oh, da drüben prügelt sich jemand. Ein Chickipi, was? Chickipi gegen Lambal? Wollpups. Komm zurück. Wir wissen noch nicht genau, was da... Was war denn hier los? Waren das die? Oh ja, das waren die. Okay. Wahrscheinlich waren die Katzen wieder aggressiv. Ich glaube, die Katzen waren aggressiv. Da ist eine Truhe. Wir gehen gleich zurück, wir sammeln Holz. Wir können auch hier oben Holz sammeln. Weißt du was? Wir sammeln hier oben Holz. Hier braucht das ja eh keiner. So. Wir machen später Parkplätze draus. Ich will unbedingt unser Revier erweitern. Ich hätte es so gerne. Ich finde es so schade, dass man so nur ein begrenztes Baugebiet hat. Das ist leider schade. Ich würde so gerne eskalieren. Wie bei... Hatte man bei Craftopia ein Baugebiet? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Wir schauen mal. So. Oh nein, Waffenbruch schon wieder. Bäh. Okay, ich gehe mal kurz gucken. So. Nein, nicht schon wieder. Ich drück mal E. Alter Bogen, Bauplan. Okay. Pass auf, Wollpups, kommst du mal kurz zurück? So. Ich werfe mal Leslie. So. Das ist irgendwie weird, aber hey, ist irgendwie lustig. So, Entschuldigung. Mal gucken. Die wird uns helfen einfach. Im Kampf wird sie uns helfen. Nein, nicht angreifen lassen. Nicht angreifen. Nein. Mag einfach Kätzchen. Was soll ich sagen? So, ich sammle mal kurz Beeren.
So, warte. Wupp. Tritt sie die Katzen rum? Okay. Gut, ich will gerade... Nee, komm, ich will die nicht fangen. Nee, komm. Wir holen uns an, wir holen uns noch andere. So, wir müssen ganz kurz... Ist mal sehr flink unterwegs. Wir müssen ganz kurz eben nochmal die Axt reparieren. Das mache ich nochmal schnell. Wir sollten uns ein paar Repair-Kits unterwegs mitnehmen, glaube ich, ne? Wir sollten vielleicht von unterwegs noch ein paar Repair-Kits haben. Finde ich eine gute Idee. Und meine Frage ist, wenn wir nicht da sind und die haben hier nichts zu essen und Hunger, das glaube ich nicht so cool, ne? So. Plop. So. Okay. Dann wollen wir mal einmal reparieren ganz kurz. Dann holen wir Holz, dann machen wir die Farmen. Wir müssen auch bald wieder weitermachen, ne? Wir kommen hier einfach zu nichts, weil alles so viel Spaß macht gerade. So, warte. Ich repariere mal alles. Hier reparieren. Sehr gut. So. Der Knüppel geht noch. Und wir gehen Holz holen. Für die Farm. Weißt du was? In der Zeit können wir, glaube ich, Rezept wählen. In der Zeit mache ich Fleisch. Gegrillte Beere. Lammball-Kebab. Ein gegrilltes... Man kann die wirklich essen. Ja, da gönne ich mir mal ein leckeres Lammball-Kebab. Nam. Fräulein will nur gegessen werden. So. Ich gehe mal nach... Hier liegt ein totes Huhn, aber ich weiß nicht. Ich gehe mal nach hier... wo waren es? Da oben. Ich hole mal das Holz von da oben. Hier geht, glaube ich, gut, ne? So. Also die können erst die ganze Zeit... Die können erst die ganze Zeit arbeiten. Und später können wir die dann essen. Ist ein guter Plan. Ist ein sehr guter Plan. So. Die Elfin hat gerade gesagt, wir sollen unbedingt später noch eine Lammfarm machen. Wo wir vielleicht automatisiert Kebab herstellen. Sie würde gerne mal sehen, wie das funktioniert. Also, wir können mal gucken, ob wir die vielleicht vermehren können und so. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht alles. So, ich schleppe zu viele Gegenstände mit mir herum. Wie viel Holz haben wir? Warte mal. 111. Dann schnell nach Hause. Wo ist denn unser... Schnell nach... Aber ging es hier nicht nach Hause? Es ging uns da nach Hause. Spürst du, wie dein Leben an dir vorbeizieht, während du zuschaust? Warte, kann ich hier? Gibt's Fallschaden? Hier noch nicht. Okay, sehr gut. Okay. Wer bist du denn? Ach. So. Nehme ich mit. Warum ist sie so fett? Das sind Muskeln, das kennst du nicht. Davon hast du vielleicht mal in einem Männermagazin gelesen. Andere Leute haben sowas. So, warte. Ich gehe ganz kurz... Oh, Alter, mit dem Holz. Ich gehe ganz kurz. Holzfällerlager und Steinlager, würde ich sagen, da hinten, oder? Da ist noch ein Foxparks. Ja, da ist noch ein Foxparks. Gabriel White klopft sich die ganze Pilze rein. Warte mal, die Eier nehme ich mit. Oh, wie süß. Guck mal, wie Gabriel am Picken ist. Oh, wie süß. Guck mal. Gabriel. Oh. So, warte. Einen Moment. Ich bin gleich da. Ich bin optimistisch. Wir haben es gleich geschafft. Muss das im Einzugsgebiet stehen, in dem blauen Kreis? Oder können die überall hin? Ich glaube, das muss im blauen Kreis stehen, ne? Würde hier dann lieber gerne zweite Farm hinmachen. Dann muss ich da rüber gehen.
Das mit dem Kreis ist kacke. Wir müssen den Kreis ausbauen. Das nervt mich voll. Ich hoffe, es wird Mods für das Game geben, wo viel größere Kreise gibt. Das reicht mir alles nicht. Ihr kennt mich. Ich brauche Platz. Ich muss mich entfalten. Ich würde sagen, hier hinten. Wir müssen den Stein theoretisch... Oder guck mal, ob das auch so geht. Achso, warte mal. Ich bin doof. Ich kann doch die Technologien lernen. Und dann haben wir doch das Holz erstmal weg. Ich bin so dumm. Stattdessen laufe ich hier die ganze Zeit rum. Achso, geht nicht, weil... Doch, geht. Okay, ein Holzfällerlager. Lass mal eben gucken. Infrastruktur? Nein. Wo ist es denn? Pal? Statue der Kraft können wir auch bauen. Sehr gut. Produktion, Holzfällerlager. Let's go. Mal gucken, wie groß das wird. Kriegen wir das hier hinten reingewuppt? Ja, kriegen wir. Sieht nicht schön aus. Kann ich das auch auf Fundament stellen? Nee, ne? Da sind ja Wurzeln drin. Geht nicht auf Fundament, ne? Das sieht schäbig aus. Wir können es abbauen später oder nochmal neu bauen, wenn der Stein hier weg ist und so. Da oben wäre auch cool. Warte, ich baue es erstmal hier hin und das... So, hier. Farbenfuchs, geh mal kurz vorne. Geht das? Ja, geht. So. Elflin! Elflin, komm! Danke, Lynn! So, warte. Wie lange dauert das? Eine Minute. In der Zeit kann ich ja noch mal ganz kurz eben, den Steinbruch bauen. Wenn wir genug Stuff dabei haben. Wir brauchen noch mehr Stein. Apropos mehr Stein, das trifft sich ja vorzüglich. Hey! Sehr gut. So. Lynn, du machst das prima. Sie macht das echt spitze. So. Okay, warte, warte. Ganz kurz verschnaufen. Moment, Moment. So, warte. Jetzt aber. Jetzt aber. So. Ein Träumchen. Stein wird abgebaut. Sie hat gerade eine Pause gemacht. Ich hoffe, das war nicht gewerkschaftlich organisiert. Okay, Steine sind weg. Sehr gut, wir können weiterbauen. Lynn, du machst doch spitze. Ich glaube, ein Holzfällerlager reicht, ne? Und wenn ich einen Steinbruch dann einfach genau daran baue. Farbenwuchs. Leslie, kannst du vielleicht... Könntest du... Nur ganz kurz... Ach, es war gar nicht. Es lag ja gar nicht daran. Na gut. So. Wieso ich das immer so genau mache, weiß ich selber nicht. So. Lynn, ich helfe dir mal, ne? So, ach, sieh an. Jetzt kommen wir auch mal, ja? Jetzt kommen wir auch mal und machen mit. So. Bis zur Fertigstellung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist fertig. Und jetzt wird hier noch weiter gebaut. Ein Träumchen. Macht alle mit. Benötigt Holzfällen. Oh nein, wir haben noch keinen, der Holz fällen kann, ne? Wir haben noch niemanden, der Holz fällen kann. Oder? Der Affe? Ich guck gleich mal. Kann Tanze Verbote Holz fällen? Wir sollten es herausfinden. Aber der ist ja gerade in unserer Gang. Wir brauchen den vor unterwegs, ne? Aber wir können erstmal gucken, ob der vielleicht ein bisschen Holz fällen kann. Wir müssen mal schauen. Und wir müssen unser Lager auf Stufe 7 ausbauen. Ja, das sieht fantastisch aus hier. Guck mal. Sieht gut aus. Wir müssen eben mal schnell schauen, was brauchen wir noch für die Lagerver... Fantastisch. Eine Pell-Ausrüstung und eine Statue der Kraft wollen wir eh bauen. Sehr gut, pass auf. Dann... Tanze Verbote, wo bist du? Da bist du? Ich muss dich leider mal ganz kurz hier. Du musst mal kurz mitarbeiten. So. Ah, die sind ja feige, ne? Windschneider, Handwerkmeister. Handwerkmeister? Mehr Muskeln als Verstand. Mutig, Neutralitätspakt. Festungskommandant. Itzkopf. Handwerkmeister ist gut.
Aua. Mein Po tut weh. Okay, super. Wir brauchen noch ein Bett für Tanzverbot. Warte. Wir brauchen noch ein Bettchen. Infrastruktur, da ist ein Bettchen für Tanzverbot. Langsam werden das ein bisschen viele, ne? Die benutzen die aber auch nicht. Weiß nicht so genau. Oh, jemand sieht aus. Hä? Warte mal. Oh, Tanzi kann auch Samen ausbringen und bauen. Der kann ja alles. Und freut sich bei der Arbeit. Guck mal, das freundliche Gesicht. So ein Tausendsasser einfach. Wow. Das ist ein Träumchen. Ja, wirklich Multitalent. Und hier, wirft die Samen einfach durch die Wand. Wirft die Samen in den Club. Wirft die Samen in den Club. So. Fräulein will nur essen, was? Warum wir wohl nicht schlafen, weil wir nicht dürfen? Aber Zeit in den Chat zu schreiben hast du, wa? Ab an die Arbeit jetzt. Ich glaube, es hackt. So, super Tanzi. Und jetzt kommt gleich wieder der Schlaf. Geh doch zu Meckes. Bring mir das mit. Ja, ja, Lynn, ja. Okay, ich hab's verstanden. Warte, brauchst Schoki? Ich geb dir Spiegelei. Nee, warte mal. Hier sind frische Beeren. Hier. Lecker Beeren, komm. Komm, Lynn. So eine komische Beere. Ist das. Okay. Viel zu gesund, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du da. Ich hab keine Ahnung. Wird schon gut sein. So. Meli ist wieder am Bewässern. Hervorragend. Läuft. Ja, guck mal, da. Aber wir brauchen, glaube ich, mehr, ne? Wir brauchen noch jemanden mit Bergbau. Hat Tanzi auch Bergbau? Warte mal, wo kann ich denn Foxparks-Geschirr benötigt? Müssen wir auch noch machen. Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal ein Ei legen. Ach, die sind das Schild. Stimmt ja. Wenn wir wechseln, die Katze hat Bergbau. Okay, ich esse gleich was. Warte. Die Katze hat Bergbau. Aber die sind gerade alle am Arbeiten. Aber ich muss Gabriel mal kurz abziehen. Ich weiß, die Eier sind sehr schön. Aber ich muss ganz kurz eben hier Porsuk. Ich setz Porsuk mal aus. Porsuk kommt in die Steinminen. Die ist freiwillig da reingegangen. Die ist freiwillig. Ich hab das nicht zu beantworten. Entschuldigung, ich zehre gerade von diesem Bild. Ist einfach so schön. Ihr geht's gut, Leute. Ihr geht's gut. Sie hat alles gut überstanden. Benutzen. Und ich würde ganz kurz eben Technologien. Ich würde kurz das Geschirr würde ich gerne machen. Wir brauchen die Ausrüstungswerkbank, die brauchen wir. Haben wir schon, Foxparks Geschirr. An der Werkbank wahrscheinlich, ne? Da müssen wir mal gucken. So, warte. An der Werkbank. Nö, hier ist es nicht. Reparaturset, das ist cool, das sollten wir machen. Für unterwegs. So. Machen wir eben drei. Ansonsten müssen wir gucken, wo wir das herkriegen. So, welches Team? Wir haben Sondereinsatzkommando hier. Und wir müssen mal eben gucken, wo wir dich herkriegen. Wir brauchen noch eine Syndica im Team. Ein Funk brauchen wir auch noch. Den brauchen wir auch noch. Oh Gott, warte mal kurz. Fräulein will nur essen, ist gerade in der Mauser, die verliert ihr ganzes Fell. Junge. Warte. Bin ich ein Huhn? Wenn du das möchtest? Wenn du dich da siehst? So, warte mal. Ganz kurze Frage. Wenn die Beeren auswachsen, kann die auch jemand ernten? Von unseren Kollegen? Weil dann hätten wir quasi eine unendliche Abfolge von Fressi. Quasi. Alter, wie die da hinten. Das ist einfach so. Boah, das ist so fies einfach. Das sieht einfach aus wie ein Arbeitslager da hinten. Das sieht aus wie ein Arbeitslager. Das ist aber so furchtbar. So. Okay. Oh, die wollen beide ernten. Die gehen beide ernten. Okay, das ist super.
Und dann kommen die Beeren automatisch in die Kiste, nehme ich an. Das ist voll geil. Oh, das ist voll geil. So, wir müssen jetzt mal gucken. Warte mal, wo waren denn... Was ist ein Gilde? Ach, wir können später noch eine Gilde machen. Ist Multiplayer. Wir spielen gerade Singleplayer. Ich würde das gerne noch mit Tobi spielen. Unbenannte Gilde. Mal gucken, wie wir das später nennen. Mal schauen. Technik hier mal. Pell aussetzen geht auch. Wir brauchen das Foxparks-Geschirr. Warte. Kommune. Ja, Kommune würde ich das nicht so nennen, ne? So, beim Arbeiten sinkt die Gei deiner Pelz, bis sie irgendwann ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen. Baue heiße Quellen und biete ihnen etwas Erholung, damit sie schnell wieder in die Arbeit gehen können. Ich soll heiße Quellen bauen hier? Was? Ist das nicht ein bisschen over? Was? Okay, warte. Die machen nichts mehr. Ein Pell gönnt sich ein Päuschen. Porsuk transportiert, okay. Warte. Oh Gott. Wir müssen immer noch... Warte mal, lass mal ganz kurz eben gucken. Wo ist denn... Das könnte eine Sintika sein hier, ne? Oder hier. So ein Cremes. Würde auch gehen. Flausch, Wolle und Luftkanone. Ich weiß noch nicht genau. Und hier? Rückstoß und Windschneider und Handwerksmeister. Handwerksmeister würde ich sehen. An den Turntables. Würde ich sehen. Du kannst aber auch Cremes. Handwerksmeister bin ich. Ja, dann machen wir. Komm, dann machen wir. Warte, einmal hier Details. So. Müssen wir einmal ändern. So. Aber wir brauchen nicht... Okay, du brauchst noch eine Maschinenpistole. Wegen Hardbase. Das ist wegen Russian Hardbase. Okay, das kommt aber später. Wir müssen erstmal gucken, das hört sich jetzt falsch an, dass wir dich ins Lager kriegen. Ja, das ist kein Arbeitslager. Hör mich an. Es ist ein Zeltlager. Eine Ferienfreizeit, nur ohne Freizeit und ohne Ferien. Ja, so. Das ist ein Abenteuerurlaub für alle, die gerne arbeiten. Ohne Bezahlung. Was ist das denn? Okay, warte kurz. Nein! Nein! Okay, ich sollte in der Nähe des Lagers niemanden angreifen. Ich glaube, das war Elfen gerade. Elfen hat einen unfassbaren Wumms drauf. Das war Lynn gerade. Die kam hier rein und hat alles umgeschrotet. Lynn hasst niedliche Tiere. Oh, Tanzverbote ist nicht gut drauf. Ja, das war, wir sollten... Ferienlager Heimweh ist schön. Können wir das benennen hier? Nee, ne? Können wir das hier irgendwie benennen? Das Ferienlager Heimweh finde ich schön. So, warte, Lagerverbesserung. Wir brauchen noch, die Statue der Kraft. Hat sie einen Doppelwumms? Das ist der Bannhammer. Warte mal, wir brauchen einerseits die Statue der Kraft. Dafür brauchen wir noch mehr Stein. Wie mehr Stein? Ich bin enttäuscht. Ich bin einfach maßlos enttäuscht, wie die hier nicht performen. So, warte. Die Beeren werden gesammelt, ne? Hier ist ein Wolle drin. Und was ist hier drin? Beerensamen? Wer sammelt denn die Beeren? Werden die gesammelt? Hier ist auch kein Stein drin. Wie sieht die geistige Gesundheit deiner Pelz aus? Lass uns nicht drüber reden. Ach, die holen die Beeren direkt da rein, ne? Ja, die füttern sich selbst mit den Beeren. Okay, das ist legitim, das finde ich okay. Da muss ich das nicht machen. Steine sind nicht sehr effektiv. Da muss der Chef noch selbst ran. Rein da. So. Dieser Pell arbeitet richtig fix. Oh. Oh, Porsuk ist richtig hart am Arbeiten. Ich weiß schon warum. Hat wahrscheinlich die Clips gesehen. Aber mal, Stein liegt im Stein. Im Steinbruch? Oh ja, 30. Ach so, erhalten. Wow, okay. Oh nein.
So. Da hinten ist noch so eine Statue. Da hinten drauf. Und da ist auch noch eine. Die leuchten abends sehr gut. Da oben ist eine drauf. Wow, wie soll man da hochkommen? Da oben ist eine drauf. Junge, was ist denn mit... Ist doch alles krank. Okay, wir gehen mal ganz kurz schlafen, ja? Wir lassen die mal kurz arbeiten, dann stören wir die nicht in ihrer Arbeit. Ja, die wollen sich auch konzentrieren. Wir sind manchmal lästig, ja? Kennst du ja. So. Wir haben Steine. Und ich habe wieder vergessen, was ich damit machen wollte. Ich habe wirklich so ein Eintagsfliegengedächtnis hier, ne? Was wollte ich machen? Die Statue wollte ich machen, ne? Die Statue wollte ich machen. Die Statue der Kraft. Ich weiß, wo die hinkommen. Statue der Kraft. Statue der Kraft. Statue der Kraft. Hier. Die soll über uns wachen, die Statue der Kraft. So am besten, ne? So, so. Finde ich gut. Leute, Statue bauen, schnell. Kommt alle her. So, warte. Geht aber schnell. Dauert nur eine halbe Minute. Wieso bist du eigentlich unbekleidet? Ich wohne in einer Kommune. So, warte. Okay. Warte. Wieso baut denn keiner mit? Porso gönnt sich ein Bäuschen. Tanzverbot, die... Alle gönnen sich... Wir brauchen die heißen Quellen. Okay. Pelz verstärken. Opfere Pellseelen, um die Werte deines Pells zu verbessern. Wir haben zwei... Was sind die blauen? Okay, mit Farbenfuchs laufen wir gerade rum. Die hat Feuerschuss und Schlammschuss. Ist auch eine Frohnatur. Das ist alles richtig. Und wir könnten sie verstärken mit Max, LP. Das sind die LP von Funk. Ja, die kommen dann rüber. Angriff benötigt eine, Verteidigung, Arbeitstempo. Ich würde einmal die LP und einmal den Angriff machen. Achso, einmal LP, einmal Angriff. Zum Testen einfach. Fanggeschick erhöhen, okay. Ich hätte auch mich selbst verbessern können, aber ich dachte, machen wir mal so, weil wir wollen nochmal kämpfen, ne? Ja?